Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen hier nach einer langen, langen Pause wieder zurück in Risen 3. Ja, und ich habe einfach mal gestartet, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren, was wir gemacht haben. Und daher würde ich mal sagen, los. Ich schreibe einfach mal immer, wenn ich eine neue Session oder irgendwas Neues anfange. Nun gut, dieses Armbändchen hier habe ich schon bei den Tutorials getragen. Aber nur mal noch zur Erkennung. Ich bin ahnungslos. Ich bin Sir Graf, wie ihr im Intro gesehen habt. Und wir sind hier in einer Bastion mit Wilson. Stimmt, in der letzten Episode haben wir den Eisen gegeben. In Episode 67, glaube ich, war das. Und jetzt, Logbuch. Die Beteiligung. Überzeugen. Ich muss irgendwie noch überzeugen, glaube ich, eventuell irgendwie sowas in der Art. Könnte das sein? Nee, warte mal. Ich muss wieder mal. Wir sind auf Kalador. Ist das hier das auf Kalador oder wie? Ja. Okay, Kalador. Jäger des verlorenen Dämons. Dämonenjäger sind einem Schattenlord begegnet. Die Dämonenjäger sind einem Schattenlord begegnet. Bei der Zerstörung des Kristallportals im Norden. Der Kampf verlief schlecht und viele sind auf Kalador verstreut und noch nicht zurückgekehrt. Das haben wir gemacht. Eldric möchte, dass ich mich um die Dämonenjäger im Kalador kümmere. Viele von ihnen brauchen Hilfe, um den Weg zur Zitadelle zu finden. Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit. Haben wir ja. Danke. Da hast du etwas Gold. Danke. Hier hast du das Gold. Okay, das ist... Wir haben ja jetzt mit Dingens gesprochen. Hä? Wegen deiner Krieger. Sie sind alle Schmied zurück. Wilson hat seinen Schmiedelehrling Alvito verloren. Ja, ich hörte davon. Bedauerlich ist es in der Tat. Aber wir müssen nach vorn schauen. Der Feind teilt unsere Trauer leider nicht. Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt. Mhm. Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ohne dich wäre unsere Lage noch aussichtsloser. Zwei alte Wissen und 1000 Gold. Das ist aber ganz schön nett von ihm, den Herren. Gut, wann willst du die Zeremonie des Alten Bundes abhalten? Nur mal gefragt. Wann willst du die Zeremonie des Alten Bundes abhalten? Bald. Doch vorher müssen wir uns noch um die Sicherheit unserer Küste kümmern. Die Piraten sind die einzigen, die See noch einigermaßen unbeschadet passieren können. Wir müssen sie um Unterstützung bitten. Admiral Alvarez auf Antigua ist der einzige, auf den die Piraten der Südsee hören. Dann rede zuerst mit ihm. Einige Tage können wir mit unserer Zeremonie noch warten. Okay, wir müssen also mit Dr. Sebastiano Alvarez reden. Das wird natürlich super hier, das Spiel. Ich denke mir schon ein. Ach, du heilige Mühle. Nun gut, ab nach Alvarez. Komm schon, genau. So, Alvarez. Müssen wir hier das Logbuch hier anschauen? Der alte Bund. So, der alte Bund, alte Bund, alte Bund. Wir müssen... Wo war jetzt Alvarez? Bin ich blöd? War das hier mit dem Alvarez? Eldrick. Ja, das war der alte Bund. Aber wo ist da ganz schön kleine Typ Kieler? War der nicht verschwunden irgendwo? Nee, das ist nicht in Antigua. Wenn schon auf Tacarigua.
Aber ich frage mich gerade, wo unser schöner Herr ist. Takarigua auf der Zuckerinsel genannt. Auch die Zuckerinsel genannt. Die Inquisition betreibt hier eine sehr strategiereiche Zuckerplantage. Das haben wir schon in Risen 2 entdeckt oder gesehen. Klar. Also gut, mein lieber Herr Zuckerverein. Hier hinreisen, bitte sehr. Wenn das über die richtige Wege ist, das müssen wir natürlich auch noch ansehen. Denn wir sind ja heute noch schon ahnungslos. Aber ich glaube, ja, richtige Wege, richtige Tarnungen. Nur schauen, ob... Achso, okay, schlafen ein paar Leute. Hier oben ist der Herr natürlich nicht hier. Und das tut gar nicht nach Alvarez oder Sebastiano. Ist da wer? Das Kristallportal auf Takarigua ist nun geschlossen. Das Kristallportal auf Takarigua ist nun geschlossen. Das ist seit langer Zeit die erste gute Nachricht, die ich höre. Danke. Das wird die Jungs aufmuntern, wenn sie es erfahren. So gut bin ich. Okay. Wo? Der Alvarez soll doch hier schlafen. Nein, nicht. Ich kann es abbrechen. Oh. Krug, wo? Ja, aber ich möchte den Krug haben. Wo war der Krug? Wo ist der Krug? Wo? Ich habe hier noch was zu erledigen. Meine Scheiße, wieso? Dann eben. Hallo. Oh. Hey, du. Vater, bist du das? Hä? Wer? Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge. Das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums. Und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Wo genau sind wir hier? Wo genau sind wir hier? Dies ist der Ort, den du dir selbst geschaffen hast, mein Junge. Gewöhne dich schon mal daran. Du wirst hier die nächste Ewigkeit bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... Ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Immer Minus wieder diese Träume. Seele. Wann hört das endlich auf? Der Knochen dieses Fingers gehörte dem berüchtigsten Dieb aller Zeiten. Keine Tasche und kein Schloss waren vor ihm sicher. Bis er bei... Ja, haben wir irgendwo schon gehört? Mann, meine Nase kratzt hier gerade so richtig, aber ey, das ist nicht normal. Immer meine scheiß Aufnahmen. Es ist dunkel. Na toll, die Wurst. Die Frage ist, wo ist der scheiß Sebastiano hingeblieben? Gebischwarnhändler da oben. Ah, oh, okay. Da ist ja Check, der alte Klabautermann. Mit dem konnten wir ja nicht reden, aber wir finden ja jetzt der Herr nicht. Oder ist er auf der Kramküste? Wo ist unser ganz kleiner guter Fluch denn hier? Wo ist Admiral Alvarez auf Antigua? Ich bin ja völlig bekloppt. Da ist hier. Also, ja, ich bin ja völlig der Honk. Es steht sogar da, wo wir hin müssen, aber nein, ich verfehle mal wieder alles komplett. Ich bin doch so ein Trottel. Komm mit. Sich. Mal hierhin. Ende der Durchsage. Admiral Alvarez. Stimmt doch, oder? Genau, hier Admiral Alvarez. Oh, da hinten wieder was. Ein Goldklärchen. Och, wie süß. Mann, meine Nase beißt wirklich wie eine Sau. Wo ist... Okay, erzähl mir mehr über dich. Das wollte ich gar nicht wissen. Und ist hier... Geisterpilzchen. Wie schreckhaft. Monsieur Alvarez. Excusez-moi. Nee, das ist nicht Alvarez, oder?
Ramon. Ach, Logo, Alvarez ist ja hier in diesem halb Dingens irgendwas. Zack. Monsieur Alvarez. Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Keine Sorge, das Kristallportal auf Antigua ist geschlossen. Keine Sorge, das Kristallportal auf Antigua ist geschlossen. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Aus dem Norden ist nichts mehr zu befürchten. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, mein Junge. Das ist dir doch hoffentlich ein paar Steine wert, oder? Aber sicher. Hier hast du deinen Anteil am Ruhm und Glanz unserer Stadt. Wenn das so weitergeht, werden wir noch glorreiche Zeiten zusammen erleben. Eine Allianz mit der Piratenhauptquartier Antigua? Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön. Das war ich natürlich. Zugegeben. Mit euch. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Genau. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz überreden. Mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Ein Wort zur Piratenallianz. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Ach so, Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meer. So, kurz gestört, aber dann bin ich wieder. Wo kann ich Morgan finden? Wo kann ich Morgan finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Und welche Gemeinschaften stehen denn so auf der Liste, Mr. Alvarez? Denn es könnte ja theoretisch mehrere sein. Nun ja, man kann ja eventuell mit ein bisschen Piraten hier, man kann mit diversen anderen Schamanen noch Gemeinschaften schließen. Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Vielleicht sollte man Morgan zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit Morgan Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Alvarez, bescheidene Hütte.
Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Also gut, meine lieben Freunde, wir müssen nun die Gemeinschaften miteinander verschließen. Und das, nun ja, das sehen wir dann in der nächsten Episode, meine lieben Freunde. Es war eine schöne Zeit, aber wir geben uns dann in der nächsten Episode wieder. Wir sehen uns, tschüss und bis bald. Nun gut, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen hier im Abspann von Risen 3. Es war heute mal wieder eine sagenhafte, geile Partie. Und naja, wir haben wieder seit letzterem angefangen, Risen 3 zu spielen. Was wir so alles noch heute machen, was wir gemacht haben. Wir haben, sind eigentlich nur, heute waren wir eigentlich nur auf Reisen auf der großen, weiten See unterwegs und haben mit dem guten Herr Alvarez gesprochen und jetzt haben wir in der nächsten Episode die Mission mit den anderen Allianzen eine Gemeinschaft zu schließen. Ob wir das schaffen, ob wir das überhaupt schaffen werden und so weit kommen, dass sie für uns kämpfen, für eine Sache, alle 4 bis 5 oder 6, ich habe keine Ahnung, wie viele Allianzen da mitspielen wollen, bei uns zusammen sind, das, liebe Leute, das sehen wir in der nächsten Episode. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schönen Morgen, links unten oder rechts unten. Keine Ahnung, geht's zu der Playlist und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Haut rein, ich bin raus.